This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin und herzlich willkommen zur 49. Lesung und Besprechung des Buches Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition. Also, obwohl wir schon so unglaublich viele Dinge besprochen haben, im Detail im Grunde, wie die Inquisition vonstatten ging, Beispiel Waterboarding, ne, also diese Wasserfolter, wie wir über die Scheiterhaufen gesprochen haben und Foltermethoden gesprochen haben und wie es denn in den Urteilen ging, dass man im Grunde einmal von der Inquisition vereinnahmt, da nie wieder rausgekommen ist und so weiter und so weiter. Ich frage mich inzwischen, was schreibt der Mensch 3 Bände darüber? Das ist mal, muss ja sowas von furchtbar sein, was da alles noch kommt, weil wir haben schon eine ganze Menge furchtbare Dinge besprochen, dass ich im Augenblick im Grunde finde, dass wir mit einem ziemlich leichten Thema eigentlich uns beschäftigen. Leicht, aber auch nur, wenn man darüber geschichtlich liest und nicht es selber erfährt, die Konfiskation. Darüber machen wir jetzt immer noch weiter. Und das Buch handelt auch die nächsten Seiten noch über dieses Thema, bevor es dann in das letzte Kapitel geht. Das ist das 14. Kapitel. Ich habe gerade geguckt, es sind noch knapp 30 Seiten, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auf Seite 597 fängt das 14. und letzte Kapitel getitelt der Scheiterhaufen an und wir sind auf Seite 564, also wir haben 33 Seiten in diesem Kapitel und es brennt mir unter den Nägeln, wie ihr wisst, dieses Thema zu beenden, nicht weil ich dieses Thema nicht wichtig finde, aber weil eine wichtige 4-Buch-Studie noch viel wichtiger ist als dies hier und das brennt mir unter den Nägeln, um damit endlich anzufangen. Vielleicht werde ich da heute Abend, wir haben heute den 24. März, ein erstes Einleitungsvideo noch zu machen. Auf jeden Fall werde ich das die nächsten Tage machen, dass ihr schon mal wisst, worum es darin geht. Aber nicht abschweifen, Jörg. Jetzt sind wir immer noch beim Thema Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Die Beziehungen zwischen der Inquisition und der Konfiskation waren je nach Zeit und Ort verschieden, sagt uns der Autor hier am Anfang auf Seite 564.
In Frankreich galt der vom römischen Rechte abgeleitete Grundsatz. Ja, in Frankreich galt der vom römischen Rechte abgeleitete Grundsatz. So ist das, ne? Alle Rechte in Nationen leiten sich ab aus Rom. Warum? Weil Rom die Welt regiert. Das war zur Zeit Jesu Christi so und das ist zur heutigen Zeit immer noch so. Und jeder, der euch erzählt, Rom ist untergegangen, ist einer, der die Bibel nicht verstanden hat, der keine Ahnung hat von Geschichte. Und in diesem Fall zumindest hat der Autor das schon, weil er sagt, in Frankreich galt der vom römischen Rechte abgeleitete Grundsatz. Abgeleitet? Nein, ich persönlich hätte jetzt nicht mal gesagt abgeleitet, sondern ich hätte gesagt, in Frankreich galt der römische Grundsatz, der zwischen Anführungszeichen vielleicht angepasst wurde an die Zeit, aber es ist immer noch der römische Grundsatz. Also, in Frankreich galt der vom römischen Rechte abgeleitete Grundsatz, dass der Anspruch auf das Eigentum dem Staate zufalle, und zwar sogleich nach Begehung des Verbrechens. Folglich hatte der Inquisitor damit nichts zu tun. Er stellte nur die Schuld des Angeklagten fest, zeigte dies dem Staate an und überließ es ihm dann, das Weitere zu besorgen. Also diese Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat, wie ja auch in der Vatikanflagge mit den zwei Schlüsseln, der goldene über dem silbernen Schlüssel dargestellt, ist eine Sache, auf die wir immer wieder zurückkommen. Und deswegen ist das eben auch mit diesem roten Band verbunden, was für Blut steht, was für Krieg steht, wenn man A versucht, diese gebündelte Macht dem Antichristen zu entziehen, also sowohl die staatliche als auch die geistliche Macht, oder aber wenn man in einem anderen Staat versucht, eben diese zu trennen. Rom hat Jahrhunderte dafür gearbeitet, um die weltliche Macht unter ihre Fittiche zu kriegen, um die weltliche Macht unter ihre Kandare zu kriegen. Ja? Hat sie Jahrhunderte dafür gearbeitet und das lässt sie sich nicht nehmen, diesen Einfluss auf die weltliche Macht. Und das ist in diesem Satz wieder sowas von deutlich. Der Inquisitor hatte mit der Konfiskation hier im Grunde gar nichts zu tun. Er stellte nur die Schuld des Angeklagten fest. Und wie die Schuld des Angeklagten festgestellt wird und wurde, das haben wir ja in den vorhergehenden Kapiteln und Seiten dieses Buches mehr als genug besprochen. Und dann zeigt er dies dem Staat an und dem ist es dann überlassen, das Weitere zu besorgen. Na, das ist natürlich hier schön geschrieben und liest sich auch gut in dem Satz. Es ist diesem Staat dann überlassen, das Weitere zu besorgen. Nein, der Staat ist dann von der Kirche dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass so schnell wie möglich die Finanzmittel, die zu konfiszieren sind, der Kirche zufließen. Weil die Kirche usurpiert allen Wert auf dieser Erde. Aber probieren wir mal ein Buch zu lesen. Der Autor fährt fort und sagt, daher behandelt auch Guido Fulcudius den Gegenstand als einen, der ganz außerhalb der Amtsbefugnisse des Inquisitors liege. Dieser könne höchstens der weltlichen Behörde einen Rat erteilen oder Schritte zur Begnadigung tun. Übrigens ist er der Ansicht, dass gesetzlich nur diejenigen von der Konfiskation befreit seien, welche sich freiwillig gestellt und ein Geständnis abgelegt hätten, ehe noch irgendein Beweis gegen sie erbracht worden sei. In Übereinstimmung damit findet sich gewöhnlich in den Urteilen der französischen Inquisitoren kein Hinweis auf die Konfiskation. Natürlich nicht. Bei den Inquisitoren nicht, aber beim Staat, in den Archiven, desto mehr. Nur in ein paar Beispielen, die auf uns kommen und in den Berichten der Procureur d'Ezancourt, der mit den Konfiskationen beauftragten königlichen Beamten erwähnt sind, wird bemerkt, dass das Vermögen verkauft werden und in die Staatskasse fließen solle, obwohl die Konfiskation in dem Urteil selbst nicht ausgesprochen ist. Bei Verurteilung von Abwesenden und Toten wird die Konfiskation bisweilen ausgesprochen, so dass es scheinen könnte, als ob hier der Staat einer besonderen Anweisung bedurft habe. Aber auch hierin wird die Praxis nicht gleichmäßig gehandhabt. In einem Urteile, das Wilhelm Arnold und Stefan von Saint-Thierry am 24. November 1241 gegen zwei Abwesende fällten,
werden die Güter derselben denjenigen zugesprochen, denen sie zuständen. In dem Register Bernhards von Co. zwischen 1246 und 48 wird in 32 Urteilen gegen Abwesende die Konfiskation erwähnt, in 9 ähnlichen Urteilen ebenso wie bei 159 Verurteilungen zu Gefängnisstrafe ausgelassen, obwohl sie in dem letzteren Falle zweifellos in Wirksamkeit trat. Ein Urteil der Inquisition von Carcassonne vom 12. Dezember 1328 gegen 5 Verstorbene, die eingekerkert worden wären, wenn sie noch gelebt hätten, endigt mit den Worten, Zitat, et consequenter bona ipsorum diximus confiscanda. In einem früheren Urteil vom 24. Februar 1325, welches ganz gleich gehalten und gegen 4 Verstorbene gerichtet ist, fehlt dagegen ein solcher Zusatz. Nun, was bedeutet dieser Zusatz? Das wäre ja mal interessant zu erfahren. Hier ist keine Fußnote mit bei, also werde ich mal eben probieren, dieses hier Lateinische zu übersetzen. Aber ihr wisst ja, Google ist da nicht so berühmt mit. Na, mit diesem Satz hat es mal richtig geklappt eben. Also, nochmal eben der lateinische Satz oder der ganze Satz vorgelesen und danach dann direkt die Übersetzung. Ein Urteil der Inquisition von Carcassonne vom 12. Dezember 1328 gegen 5 Verstorbene, die eingekerkert worden wären, wenn sie noch gelebt hätten, endigt mit den Worten et consequenter bona ipsorum dicimus confiscanda, was auf Deutsch heißt, und die sich daraus ergebenden Güter sollen beschlagnahmt werden. In einem früheren Urteil vom 24. Februar 1325, welches es ganz gleich gehalten und gegen 4 Verstorbene gerichtet ist, fehlt dagegen ein solcher Zusatz. Genau genommen wurde tatsächlich anerkannt, dass der Inquisitor nicht das Recht habe, ohne Erlaubnis des Fiskus Konfiskationen zu verhängen. Die Gewohnheit denjenigen, die sich freiwillig stellten und eingestanden, Gnade zu gewähren, beruhte auf einer besonderen Erlaubnis, die Raymond von Toulouse 1235 der Inquisition von Languedoc erteilte. Sobald ein der Ketzereiverdächtiger vorgeladen und verhaftet worden war, belegten die weltlichen Beamten sein Vermögen mit Beschlag und benachrichtigten seine Schuldner von dieser Maßregel. Zweifellos teilte sodann der Inquisitor nach erfolgter Verurteilung den betreffenden Beamten das Ergebnis mit. Doch scheint man gewöhnlich von dieser Mitteilung keine Notiz in den Archiven des Heiligen Offiziums behalten zu haben, wenn auch ein aus früherer Zeit stammendes Handbuch unter den Pflichten des Inquisitors ausdrücklich diejenige erwähnt, auf die Vollziehung der Konfiskation zu achten. Also mit anderen Worten eben diese durchzusetzen. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn der Staat nicht hört, was die Kirche sagt. In einer späteren Zeit, 1328, wird in den Berichten über eine zu Pamiers abgehaltene Versammlung von Sachverständigen die Anwesenheit von Arnold Assalit, dem Procureur Royal des Ancours, erwähnt. Es scheint also in jener Zeit Sitte geworden zu sein, dass der Beamte den Beratungen beiwohnte, um auf diese Weise so schnell als möglich von den verhängten Urteilen Kenntnis zu erhalten. Und hier wird noch kurz in eine Fußnote eingegangen, die natürlich die ganzen Quellen aufzeichnet und am Ende sagt, als im Jahre 1460 die fast erloschene französische Inquisition zu dem Zwecke, die Vaudois, also die Waldenser, von Arras zu bestrafen, wieder auflebte, bildete Konfiskation einen Teil des Urteils. Ja? Also, dass sie von den Waldensern alles genommen haben, das dürfte auch aus anderen Quellen ersichtlich und deutlich und ohne Frage sein. In Italien dauerte es lange, bis sich eine feste Praxis ausgebildet hatte. In einer Bulle vom Jahre 1252 weist Antichrist Innozenz IV., die Herrscher der Lombardei, der Trevisaner Mark und der Romagna an, das Vermögen aller derjenigen zu konfiszieren, die als Ketzer oder als Helfer, Beschützer oder Begünstiger der Ketzer exkommuniziert worden seien. Er erkennt somit an, dass die Konfiskation eine der weltlichen Gewalt zustehende Angelegenheit sei. Doch gelang es, wie die von Innozenz IV. Und Alexander IV. Erlassenen Bullen ad extirpanda beweisen,
der päpstlichen Macht bald sich sogar außerhalb des Kirchenstaates einen Anteil an der Beute zu sichern, und so wurde die Inquisition direkt an der Angelegenheit interessiert. Die Bulle ad extirpanda, die haben wir schon mal besprochen. Ich glaube, das war gar nicht mal in diesem Buch, ich schaue es mal kurz nach. Also, die Bulle ad extirpanda wurde etwas tiefer bei mir auf dem Kanal besprochen, einerseits in Teil 32 dieser Buchlesung, also der Geschichte der Inquisition, dann in einem anderen Buch, nämlich in dem Buch von Ralph Woodrow, das hieß ja Babylon Mysterienreligion, Teil 17. Der Titel ist da die unmenschliche Inquisition, päpstliche Bulle ad extirpanda, römisch 2 und Kreuzzüge gegen Ketzer, also das ist der zweite Teil davon. Und in der Sendung davor eben auch ad extirpanda, deswegen 1 und 2. Ne? Das ist Teil 16 und 17 von Babylon Mysterienreligion, dass ihr euch darüber anschauen könnt. Und dann nochmal Teil 32 dieser Buchlesung, wo wir jetzt ja heute in Teil 49 sind. Da wird nochmal explizit tiefergehend auf die Bulle ad extirpanda eingegangen, wie sie von Antichrist Innozenz dem IV. Und Alexander dem IV. Erlassen wurden. Der Autor sagt dann weiter, infolgedessen fand die Gleichgültigkeit der französischen Inquisition keine Nachahmung jenseits der Alpen. Und der Anteil, der dem Inquisitor an der Beute zustand, veranlasste ihn, die nötigen Schritte zur Sicherung derselben zu tun. Allerdings war die in dieser Hinsicht beobachtete Praxis verschieden. Zanchini erzählt uns, dass früher die Konfiskationen in den Kirchenstaaten von den geistlichen Richter und in den übrigen Gebieten von der weltlichen Gewalt ausgesprochen wurde, dass dieselbe aber zu seiner Zeit, wir sprechen hier von rund 1330, überall, zumindest in Italien, zu der Jurisdiktion der bischöflichen und der Inquisitionsgerichtshöfe gehöre. Ja? Also zumindest in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Italien gehört die Konfiskation vollständig zur Inquisition. Das ist das, was uns hier gesagt wird. Und ich sage euch, die können sagen, was sie wollen. Der Staat wird da vielleicht mit beauftragt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Kirche immer der Auftraggeber ist und dass der Kirche schlussendlich die Erlöse, zu einem großen Teil zumindest, auch zufließen. Aber hier lesen wir es. Zanchini, ich wiederhole es nochmal. Zanchini, ein Historiker, erzählt uns aus Traktat der Heretiker, sowas, also der Brunnen ist hier unten angegeben. Zanchini erzählt uns, dass früher die Konfiskation in den Kirchenstaaten von dem geistlichen Richter und den übrigen Gebieten der weltlichen Gewalt ausgesprochen wurde. Dass dieselbe aber zu seiner Zeit überall zu der Jurisdiktion der bischöflichen und Inquisitionsgerichtshöfe gehöre. Die weltlichen Behörden hätten nichts damit zu tun. Zanchini bemerkt dann weiterhin, dass die Konfiskation für Ketzerei gesetzlich vorgeschrieben sei und dass der Inquisitor keine Befugnis habe, dieselbe nachzulassen, also auszusetzen, außer bei freiwillig Bekehrten und auch bei diesen nur mit Zustimmung des Bischofs. Ob die jemals gegeben wurde, steht wieder auf dem anderen Blatt, nicht? Übrigens sei, wenn auch die Begehung des Verbrechens den Vermögensverlust ipso facto nach sich ziehe, doch ein ausdrücklich auf Konfiskation lautendes Urteil erforderlich. Infolgedessen wird in den von den italienischen Inquisitoren herrührenden Urteilen die Konfiskation ausdrücklich ausgesprochen und die weltlichen Behörden werden angewiesen, sich nicht einzumischen, wenn sie nicht darum ersucht würden. Und wenn man eben auch in solchen Büchern wie hier zwischen den Zeilen liest, dann versteht man diesen Satz natürlich so, wie er verstanden werden muss. Diesen letzten Satz. Ich wiederhole. Infolgedessen wird in den von den italienischen Inquisitoren herrührenden Urteilen die Konfiskation ausdrücklich ausgesprochen. Und die weltlichen Behörden werden angewiesen, sich nicht
Entschuldigung, sich nicht einzumischen, wenn sie nicht darum ersucht würden. Schon sehr früh scheinen in gewissen Städten die italienischen Inquisitoren das Recht beansprucht zu haben, die Konfiskation nicht nur anzuordnen, sondern auch die Ausführung derselben zu kontrollieren. Um das Jahr, was ist das mit Scheidung von Kirche und Staat? Um das Jahr 1245 verurteilte der Florentiner Inquisitor Ruggieri Calgani einen Katharer namens Diotatuiti wegen Rückfalls zu einer Geldstrafe von 100 Livres. Die Summe sollte dem Papst überwiesen oder zur Ausbreitung des Glaubens verwandt werden. Ruggieri bescheinigte den Empfang dieser Summe, indem er gleichzeitig das übrige Vermögen des Ketzers ausdrücklich seiner Ehefrau Jacoba zuerkannte, somit also das Eigentumsrecht über das ganze Vermögen in Anspruch nahm. Doch konnte sich diese Anschauung nicht halten, denn in einem aus dem Jahre 1283 stammenden Urteile bemerkt der Podesta von Florenz, der Inquisitor Bruder Salomone da Lucca habe ihm mitgeteilt, dass die kürzlich verstorbene Witwe Ruvinosa als Ketzerin gestorben sei und dass deshalb ihr Eigentum konfisziert werden müsse. Demgemäß lasse er ihr Eigentum mit Beschlag belegen, verkaufen und den Erlös gemäß den päpstlichen Bestimmungen verteilen. Schließlich maßen sich trotzdem die Inquisitoren die unumschränkte Kontrolle über die Handhabung der Konfiskation an und übten sie auch aus. So wird in einem Urteil aus dem Jahre 1327, nach welchem die städtischen Behörden von Florenz den Dominikanern ein konfisziertes Haus übertragen, ausdrücklich hervorgehoben, dass es mit Zustimmung des Inquisitors erlassen sei. Selbst in Neapel sehen wir, wie König Robert im Jahre 1324 mit den Inquisitoren befiehl, um dem ihm zustehenden Anteil an den Konfiskationen 50 Unzen Gold an den Prior von San Domenico in Neapel abzuführen, als einen Beitrag, um den Bau dieser Kirche zu vollenden. In Deutschland offenbarte der Reichstag von Worms vom Jahre 1231 die durch das Lehnsverhältnis hervorgerufene Verwirrung in den Anschauungen über Ketzerei und Verrat. Er bestimmte nämlich, dass Allodialgüter und das persönliche Eigentum der Verurteilten an die Erben fallen, dagegen die Lehnsgüter für den Lehnsherrn konfisziert werden sollten. War der, und ich sage jetzt zwischen Anführungszeichen, Verbrecher, ja, wir sprechen hier über Heretiker, wir sprechen hier über eine Glaubenskriminalität aus den Augen der Kirche des Satans, bitteschön, ja, wir sprechen hier nicht über Mörder, Räuber, Vergewaltiger und Betrüger und andere wirkliche Verbrecher, sondern wir sprechen hier über Heretiker, nicht vergessen. Also war der zwischen Anführungszeichen Verbrecher ein Leibeigener, so sollten seine Güter dem Herrn zufallen. Doch sollten die Kosten der Verbrennung des Ketzers sowie die dem Gerichtsherrn zustehenden Gebühren von dem ganzen persönlichen Vermögen abgezogen werden. Das ist ein Satz, der sollte eigentlich doppelt unterstrichen werden in diesem Buch. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Was steht denn hier? Sollten die Kosten der Verbrennung des Ketzers sowie dem Gerichtsherrn zustehenden Gebühren von dem ganzen persönlichen Vermögen abgezogen werden? Ich bezahle also für meine eigene Hinrichtung. Ich muss das Holz bezahlen oder die Kohle bezahlen oder das Teer bezahlen, mit dem ich dann später auf dem Scheiterhaufen verbrannt werde. Ist das keine Ironie? Und das meine ich jetzt im wirklichen diabolischen, teuflischen Sinne. Ist das nicht eine Ironie des Teufels? Menschen dahinzustellen als ja, Ketzer vom Glauben der Kirche Satans und diese dann noch mit ihren persönlichen weltlichen Gütern heranzuziehen, um für ihre eigene Ermordung zu bezahlen? Wie sagt man das so schön in unserer Welt heute? Ironie des Schicksals, ne? Aber ich finde da eigentlich nichts Ironisches dran. Ich finde das himmelschreiend eigentlich. Mir fehlen fast die Worte, ehrlich gesagt.
Zwei Jahre später fährt der Autor fort, im Jahre 1233 protestierte das Konzil von Mainz gegen die in Deutschland und anderswo herrschende Ungerechtigkeit, den Angeklagten ohne weiteres als schuldig zu betrachten und demgemäß sein Vermögen wie das eines Verurteilten zu behandeln. Es bestimmte, also das Konzil von Mainz, dass das Hab und Gut der Untersuchungsgefangenen unberührt bleiben sollte, bis das Urteil gefällt sei, und dass jeder, der es mittlerweile berühre oder teile, exkommuniziert werden sollte, bis es wieder zurückgegeben und Genugtuung geleistet habe. Als indessen Kaiser Karl IV. 1369 die Inquisition in Deutschland neu begründete, nahm er die italienische Sitte an und bestimmte, dass ein Teil der konfiszierten Güter den Inquisitoren zufallen sollte. Findet ihr das Zufall, dass es hier um einen, zwischen Anführungszeichen, Kaiser Karl geht? Wenn wir wissen aus der Serie Moderne Kriege, was Kaiser Karl, der Weihnachten, also 25. Dezember 800 vom Papst gekrönt wurde, für ein Mensch war? Es ist unmöglich, fährt der Autor fort, den zur Verhängung der Konfiskation erforderlichen Grad der Strafbarkeit genau anzugeben. Selbst in den Staaten, wo der Inquisitor den Namen nach gar keine Kontrolle über diese Maßregel hatte, legte dennoch das freie Ermessen, womit er über das Schicksal des Angeklagten verfügen konnte, praktisch die Sache in seine Hände. Und seine Mitteilung an die weltlichen Behörden kam tatsächlich einem wirklichen Urteile gleich. Wahrscheinlich wechselte der Brauch je nach den Zeitverhältnissen oder dem Charakter der verschiedenen Inquisitoren. Wir haben gesehen, wie Antichrist Innozenz III. Die Konfiskation für alle Ketzer vorschrieb. Indessen war es nicht leicht, genau zu bestimmen, was als Ketzerei anzusehen sei. Die Statuten Raimonds, also von Toulouse, setzten die Konfiskation nicht nur für die Ketzer, sondern auch für die Begünstiger der Ketzer fest. Im Jahre 1233 verlangte das Konzil von Béziers, dass sie auch auf die mit der Kirche wieder ausgesöhnten und nicht zur Strafe des Kreuztragens verurteilten Ketzer ausgedehnt werden solle. Dagegen schrieben die Konzilien von Béziers 1246 und von Albi 1254 die Konfiskation nur für diejenigen vor, die zur Gefängnisstrafe verurteilt würden. Trotzdem wird in einem Urteil vom 19. Februar 1237, in welchem die Inquisitoren von Toulouse über etwa 20 bis 30 Büßer lebenslängliche Gefangenschaft verhängen, die Konfiskation nur angedroht, und zwar für den Fall, dass die Verurteilten sich ihre Strafe entziehen sollten. Schließlich einigten sich die Gesetzgeber dahin, Gefängnisstrafe als die notwendige Voraussetzung der Konfiskation zu betrachten. Ludwig der Heilige ging allerdings noch weiter. Als er im Jahre 1259 seine Verordnung von 1229 milderte, schrieb er die Konfiskation nicht nur für die zu Gefängnis Verurteilten vor, sondern auch für diejenigen, welche den Vorladungen absichtlich nicht Folge leisteten, sowie für diejenigen, in deren Häusern Ketzer angetroffen werden würden. Seine Beamten waren angewiesen, sich schon vor der Verurteilung durch Anfrage bei den Inquisitoren zu vergewissern, ob der Angeklagte mit Gefängnis bestraft werden könne und im bejahenden Fall sein Vermögen mit Beschlag zu belegen. Wenn er es weiterhin als eine besondere Gnade hinstellte, dass den Erben das Vermögen wiedergegeben werden solle, falls der Ketzer sich schon vor seiner Vorladung zur Bekehrung gemeldet habe oder in einem religiösen Orden eingetreten und dort fromm gestorben sei, so zeigte er durch diese Bestimmung, wie allgemein die Konfiskation vorher geübt und wie rücksichtslos der Grundsatz durchgeführt wurde, dass eine einzige ketzerische Handlung den Verlust jeglichen Eigentumsrechts zur Folge habe. Ein langer Satz, wovon die letzten Worte die kräftigste Aussage sind. Dass eine einzige ketzerische Handlung den Verlust jeglichen Eigentumsrechts zur Folge habe. Am Ende des 15. Jahrhunderts wurde sogar die Regel aufgestellt, dass die Konfiskation selbstverständlich sei, während die Zurückerstattung des Vermögens an einen mit der Kirche ausgesöhnten Ketzer
einer ausdrücklichen Erklärung bedürfe. Das ist heute auch noch so. Steuer musst du erst zahlen und erst wenn es ausdrücklich erklärt ist, bekommst du vielleicht mal was zurück. Das kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber das Prinzip ist irgendwo dasselbe. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier lese, am Ende des 15. Jahrhunderts wurde sogar die Regel aufgestellt, dass die Konfiskation selbstverständlich sei. Das heißt also, in jedem Fall durchgeführt werden würde. Und ich lese das in dem Geist der Zeit, Ende des 15. Jahrhunderts. Da wissen wir ja, dass Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts die Kirche, die römisch-katholische Kirche, absolut wie losgelassen überall in Europa anfing, ihre Ablässe einzufordern. Und der berühmteste Fall ist natürlich der, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, mit Tetzel in Deutschland, das dazu geführt hat, dass Martin Luther seine 95 Thesen damals bekannt gegeben hat, die eben ganz deutlich gezeigt haben, dass Ablässe gegen die Kirche sind. Also nicht gegen die Kirche, Entschuldigung, dass Ablässe gegen die Bibel sind, dass das etwas Unbiblisches ist. Und was hat das jetzt mit der Inquisition hier zu tun? Aber es geht um den Zeitgeist, es geht hier um das Ende des 15. Jahrhunderts und ich beziehe jetzt den Anfang des 16. Jahrhunderts damit ein, weil die Kirche zu dem Zeitpunkt irre viel Geld brauchte. Wofür? Um genau den Petersdom zu bauen im Vatikan, in Rom, der heute da steht. Was glaubt ihr, was das Ding für Geld gekostet hat? Und das Geld wollte die Kirche natürlich sich holen, weil die gibt das ja nicht aus von den eigenen Werten, die sie hat. Nein, 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 nein. Solche Dinge müssen immer extern finanziert werden. Die Kirche spricht niemals für etwas, was sie finanzieren will, ihr eigenes Vermögen an. Sie bestreitet sogar eigenes Vermögen zu haben. Schaut mal die Lesung von Tom Fress in Englisch, The Vatican Billions von Avro Manhattan. Die Milliarden des Vatikan von Avro Manhattan. Da wird das alles ganz, ganz deutlich drin. Das ist keine Verschwörungstheorie. Und wir sehen hier, dass eben gerade zum Ende des 15. Jahrhunderts die Regel aufgestellt war, dass die Konfiskation selbstverständlich sei. Also sobald auch nur irgendwo das Wort Ketzer fällt, stehen am nächsten Tag die, sage ich jetzt mal, Fiskusbeamten, ja, die Steuerbeamten bei euch und dann wird alles mit dem Kuckuck belegt, wie man so schön sagen könnte. Ja, alles wird beschlagnahmt, alles wird zu Geld gemacht. Und das Geld kommt der römisch-katholischen, satanischen Kirche zugute. Nach der milderen Auslegung des Gesetzes hatte also die Gefängnisstrafe eines Ketzers die Konfiskation seines Eigentums ohne weiteres zur Folge. Da nun die Einkerkerung die gewöhnliche Strafe war, so war auch die Konfiskation die Regel. Allerdings hat es möglicherweise auch Ausnahmen gegeben. Wir wissen ja immer, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, nicht wahr? Die sechs im Jahre 1248 von Innozenz dem IV. Freigelassenen Gefangenen waren, nachdem sie ihre Ketzerei eingestanden hatten, eine Zeit lang eingekerkert worden. Einige von ihnen 4 Jahre und länger. Und doch zeigen die reichen Spenden für das Heilige Land, durch welche sie ihre Freilassung erkauften, dass sie oder ihre Freunde noch über Vermögen verfügten. Allerdings können auch die fraglichen Summen als Anweisung auf das ihnen wieder zu erstattende Vermögen aufzufassen sein. Als ferner Alamann de Rouet im Jahre 1248 von Bernhard von Caux zu Gefängnis verurteilt wurde, verfügte das Urteil auch noch die Zahlung einer jährlichen Summe an eine bestimmte Person, sowie die Leistung eines Schadenersatzes über die Räubereien, deren der Verurteilte sich schuldig gemacht habe. Das könnte den Anschein erwecken, als ob ihm Eigentum geblieben sei. Aber da er 10 Jahre lang flüchtig gewesen und in Contumaciam verurteilt worden war, so liegt auch die Möglichkeit vor, dass diese Geldstrafen aus seinem in den Händen des Staates befindlichen Vermögen genommen wurden. Immerhin können solche Fälle offenbar nur als Ausnahmen angesehen werden. Denn das ganze Prozessverfahren der Inquisition lässt deutlich erkennen, dass Einkerkerung und Konfiskation unzertrennlich waren. Bisweilen wird sogar in den über Tote verhängten Urteilen ausdrücklich festgestellt, dass sie eingekerkert zu werden verdienten, und zwar lediglich deshalb, um auf diese Weise die Erben des Vermögens
zu berauben. Um das Jahr 1370 drückt sich Emericus, der die ganze Frage kurz erledigt als eine, womit der Inquisitor nichts zu tun habe, so aus, als ob die Konfiskation nur dann stattgefunden habe, wenn ein Ketzer nicht bereute und vor dem Urteile nicht widerrief. Aber sein Kommentator Pegna weist dies mit Leichtigkeit als einen Irrtum nach. Zanchini nimmt als selbstverständlich an, dass Ketzerei den Verlust des Eigentums zur Folge habe und weist darauf hin, dass Geldbußen nicht auferlegt werden können, weil ohnehin das ganze Vermögen verfallen sei. Doch könne man mit Zustimmung des Bischofs Gnade eintreten lassen und außerdem dürfe auf den einfachen Verdacht der Ketzerei hin noch keine Konfiskation eintreten. Es dürfe nicht auf den einfachen Verdacht der Ketzerei die Konfiskation eintreten. Aber was dürfe, ist auf der einen Seite und was passiert, steht meines Erachtens auf einem anderen Blatt. Und wir kennen ja die Kirche, dass die sich so sowieso die Blätter so hinbiegt, dass es in ihren Kram passt. In dem ersten Verfolgungseifer wurde alles, was die Ketzer besaßen, ohne Ausnahme konfisziert. Später, im Jahre 1237, erlaubte Antichrist Gregor IX., dass die Mitgift katholischer Ehefrauen in gewissen Fällen von der Konfiskation ausgenommen sein sollte. Und Antichrist Innozenz IV. Bestimmte im Jahre 1247, dass die Mitgift den Ehefrauen wieder zugestellt und in spätere Konfiskationen nicht mit eingeschlossen werden sollte, obgleich Ketzerei kein Grund zur Ehescheidung sei. Im Jahre 1258 nahm Ludwig der Heilige diese Vorschriften an. Dennoch erfuhren dieselben später eine große Einschränkung durch die Bestimmung des kanonischen Rechts, dass die Frau ihre Mitgift nicht reklamieren könne, wenn sie im Augenblicke der Verheiratung von der Ketzerei ihres Mannes gewusst habe oder, nach einigen Autoritäten, wenn sie noch mit ihm gelebt habe, nachdem sie davon Kenntnis erhalten oder sogar, wenn sie es verabsäumt habe, binnen 40 Tagen nach der Entdeckung Anzeige zu machen. Und wie kann man sich das nicht immer schön hinbiegen, dass es einem in den Kram passt. Da übrigens die Kinder eines Ketzers vollständig erbunfähig waren, so erhielt die Ehefrau die Mitgift nur für die Dauer ihres Lebens. Hernach fiel dieselbe dem Fiskus anheim. Wir sprechen hier also über sowas wie Früchtgebräuch, nennen wir das im Flämischen, Fruchtgebrauch. Mit anderen Worten, wie das Beispiel, wir haben einen Fall, wo jemand stirbt und der Lebenspartner jetzt, also die Ehefrau zum Beispiel, bekommt dann lebenslanges Wohnrecht in dem Eigentum des Hauses und danach geht dieses über an andere Erben. So, das nennt man hier im Flämischen Früchtgebrauch. Ich weiß ja gar nicht, wie es im Deutschen heißt, aber keine Lust, das rauszusuchen. Fruchtgebrauch würde ich das jetzt mal übersetzen, weiß ich, ob es ein deutscher Term ist. Könnt ihr mich ja gerne drinnen verbessern in den Kommentaren. Also das heißt, ich darf während meiner Lebenszeit Gebrauch davon machen, aber sobald ich ablebe, vererbe ich das nicht selber, sondern geht das an jemand anders über. In diesem Fall, was ich jetzt vom Fruchtgebrauch meine, an andere Erben oder an den sogenannten Eigentümer, der es eigentlich geerbt hat, aber mir halt diesen Gebrauch des Guts zustehen muss. Und hier in diesem Fall darf die Frau ihre Mitgift nur für die Dauer ihres Lebens gebrauchen. Danach fällt dieselbe eben dem, ja, anstatt, wie ich jetzt gesagt habe, dem Erben, in diesem Fall dem Fiskus, dem Staat zu. Ja? Also, sie darf noch einen Teil davon gebrauchen, das, was sie zum Leben braucht. Und alles, was sie nicht zum Leben braucht, sobald sie abgelebt hat, kann sie nicht vererben, sondern das fällt dem Staat zu oder der Kirche, je nachdem. Obgleich die Konfiskation im Prinzip eine Angelegenheit des Staates war, jetzt gehen wir da nämlich nochmal drauf ein, ja, so gab es bezüglich der Teilung der Beute doch keine allgemein gültige Regel. Interessant, wie der Autor das hier schreibt. Der Beute. Die Konfiskation ist eine Beute. Eine Beute mache ich, wenn ich etwas raube, wenn ich etwas stehle.
Was sagt die Bibel denn zum Stehlen? Du sollst nicht stehlen. Aber hier macht die Kirche genau das. Weil Konfiskation ist ja nichts anderes als stehlen. Sich unrechtmäßig zueignen. Obgleich die Konfiskation im Prinzip eine Angelegenheit des Staates war, so gab es bezüglich der Teilung der Beute doch keine allgemeingültige Regel. Ja, ich würde sagen, es gab schon eine allgemeingültige Regel. Prinzipiell fällt erstmal alles der Kirche zu. Und was sie dann an Brotkrumen noch fallen lässt, das gibt sie dann dem Staate. So hätte ich das jetzt formuliert. Vor Einrichtung der Inquisition wird gelegentlich der Verbrennung der Waldenser von Straßburg erwähnt, dass das verwirkte Eigentum der Verbrannten zu gleichen Teilen zwischen der Kirche und den weltlichen Behörden geteilt werden sollte. Oh, Entschuldigung, sollte, ja, hier ist das zu Ende. Also, nochmal. Vor Einrichtung der Inquisition wird gelegentlich der Verbrennung der Waldenser von Straßburg erwähnt, dass das verwirkte Eigentum der Verbrannten zu gleichen Teilen zwischen Kirche und weltlichen Behörden geteilt werden sollte. Also, das war vor diesem Festlegen der Bulle ad extirpanda und andere Sorten. Und da wird gesagt, es wird hier geteilt. Aber wenn die Kirche das teilt, dann können wir ja auch davon überstellen, dann das ist genau wie Asterix und Obelix. Wenn Obelix die Torte teilen sollte in drei Teile, dann sieht man ja auch, welche Stücke haben die anderen bekommen und welches große Stück kriegt er. Nicht? Wie die Kirche das dann beurteilt und teilt, das liegt dann wohl eher an ihr. Antichrist Lucius III. Versuchte, wie wir soeben gesehen haben, den Ertrag der Konfiskation ausschließlich der Kirche zuzuwenden. Also das größere Stück. Ich habe es ja auch vorher noch nicht gelesen. In den päpstlichen Gebieten war das selbstverständlich. Und Antichrist Innozenz IV. Zeigt in seiner Bulle Ad Extirpanda vom Jahre 1252 geradezu eine gewisse Selbstlosigkeit, wenn er den ganzen Ertrag der Konfiskation für die Eiferung zu weiterer Ketzerverfolgung bestimmt. Ein Drittel sollten die Ortsbehörden, ein Drittel die Beamten der Inquisition und ein Drittel der Bischof und die Inquisition erhalten. Sie durften aber diesen Betrag nur zur Verfolgung der Ketzerei verwenden. Diese Bestimmungen wurden in den Wiederholungen dieser Bullen von Seiten Alexanders IV. Und Clemens IV. Beibehalten. Die verfallenen Bürgschaften fielen ausschließlich an den Inquisitor. Man war indessen bald bei der Hand, diese Regel nur für die unabhängigen Staaten Italiens und nicht für die päpstlichen Gebiete gelten zu lassen. So befahl im Jahre 1260 Antichrist Alexander IV. Den Inquisitoren von Rom und Spoleto, das konfiszierte Vermögen der Ketzer zu verkaufen und den Erlös an den Papst selbst zu zahlen. Und Antichrist Urban IV. Erhielt, wie Verhandlungen aus dem Jahre 1261 zeigen, aus einigen in Spoleto vollzogenen Konfiskationen 23 Lire ausbezahlt. Oh, 320. Entschuldigung, nicht 23, 320. Schließlich setzte sich sowohl im Kirchenstaate wie im übrigen Italien die Gewohnheit fest, dass die Erträgnisse der Konfiskationen zwischen der Ortsbehörde, der Inquisition und der päpstlichen Kammer geteilt wurden. Der Grund für die letztere Bestimmung lag darin, dass, wie Benedikt XI. Bemerkt, die Bischöfe den zur Verfolgung der Ketzerei ihnen anvertrauten Anteil sich aneigneten. Verhandlungen in Florenz vom Jahre 1283 zeigen, dass in jener Zeit diese Regel allgemein angenommen war. Und zwar pflegte, wie Urkunden von verschiedenen Datum aus den folgenden 50 Jahren zeigen, die Republik Anwälte oder Bevollmächtigte zu ernennen, welche im Namen des Staates die konfiszierten Güter einziehen mussten. Im Jahre 1319 bestimmte die Stadt Florenz freiwillig ihren Anteil für die nächsten 10 Jahre zum Bau der Kirche Santa Reparata. Heilige Reparatur. Dass übrigens die Erträge
Dass übrigens die Erträgnisse der Konfiskation nicht unbedeutend waren, ersieht man aus einer Petition der Inquisitoren an die Republik vom Jahre 1299. In dieser wird darauf hingewiesen, dass das heilige Offizium, also das ist die Inquisition, Geld nötig habe zur Bezahlung seiner Beamten. Zugleich wird um die Erlaubnis gebeten, die der Inquisition zufließenden Gelder vorteilhaft anlegen zu dürfen. Ein Beweis dafür, wie man vorsorglich Summen für die Zukunft aufzuspeichern bemüht war. Das Ersuchen wurde bis zur Höhe von 1000 Lire bewilligt, mit der Bestimmung, dass von dem der Stadt zustehenden Anteil nichts genommen werden dürfe. Diese letztere Klausel legt die Vermutung nahe, dass man in die Rechtschaffenheit der Inquisitoren kein großes Vertrauen setzte. Man setzte kein großes Vertrauen in die Kirche, heißt das mit anderen Worten. Man weiß mit anderen Worten ganz genau, dass man betrogen wird. Ja? Finde ich ja lustig, wie er es hier schreibt. Diese letztere Klausel legt die Vermutung nahe, dass man in die Rechtschaffenheit der Inquisitoren kein großes Vertrauen setzte. Und dieses Misstrauen war tatsächlich auch nicht unberechtigt. Denn zu jener Zeit hielten die Geldwechsler den Tempel besetzt und, wie wir im letzten Kapitel sahen, war es fast unmöglich, dass ein Beamter ehrlich blieb, wo die Verfolgung beinahe ebenso sehr zu einer finanziellen Spekulation wie zu einer Glaubenssache geworden war. Der offenherzige Franziskaner Alvaro Pelayo, Bischof von Silva, der um das Jahr 1335 schrieb, macht denjenigen seiner Ordensbrüder, die das Amt eines Inquisitors bekleideten, bittere Vorwürfe wegen des Missbrauchs, den sie mit dem heiligen Offizium zustehenden Summen trieben. Die von dem Papst angeordnete Dreiteilung, schreibt er, bleibe allgemein unbeachtet. Die Inquisitoren nehmen das Ganze für sich in Anspruch und geben es zu persönlichen Zwecken aus oder bereicherten damit nach Belieben ihre Verwandten. Wie war das mit dem großen Stück Kuchen vom Obelix? Zufällig sind uns in den florentinischen Archiven einige Urkunden erhalten geblieben. Zufällig, ne? Die diesen Vorwurf bestätigen. Im Jahre 1343 erhielt, wie es scheint, Antichrist Clemens VI. Den Beweis, dass die Inquisitoren von Florenz und von Lucca gewohnheitsmäßig die päpstliche Kammer um das aus den Geldstrafen und Konfiskationen ihr zustehende Drittel betrogen. Ihr habt das Buch nicht gelesen, aber ihr seht, das Verständnis wächst mit dem Lesen solcher Themen. Ne? Demgemäß schickt er dem Primicero von Lucca, Pietro di Vitale, den Befehl, die rückständigen Summen zu erheben und die Betrüger zu verfolgen. Es wird uns nicht berichtet, wie die Sache weiterging. Immerhin scheint die päpstliche Kammer gerade nicht viel dabei gewonnen zu haben. Bei der Besetzung der entstandenen Vakanzen wurde Pietro di Arquia, ein Franziskaner in höherer Stellung, zum Inquisitor von Florenz ernannt. Aber auch er geriet sofort auf Abwege, so dass er schon nach 2 Jahren vor der Verfolgung seitens des Primicerio flüchten musste. Dazu kam noch eine Anklage wegen Erpressung, welche die Republik gegen ihn erhoben hatte. Als in Neapel unter dem Hause Anjou die Inquisition zuerst eingeführt wurde, nahm Karl von Anjou mit derselben Habgier wie die Könige von Frankreich die Konfiskation als alleiniges Recht für sich in Anspruch. Schon im März 1270 schrieb er an seine Vertreter im Fürstentum Ultra, dass vor kurzem in Benevent 3 Ketzer verbrannt worden seien. Man solle das Vermögen derselben einziehen und inventarisieren. Im Jahre 1290 jedoch ließ Karl II. Die Geldstrafen und Konfiskation dreiteilen und bestimmte einen Teil für den königlichen Fiskus, einen für die Ausbreitung des Glaubens und einen für die Inquisition. Ausgenommen von der Konfiskation waren auch hier Lehngüter, die entweder an die Krone oder an den unmittelbaren Lehnsherrn zurückfallen mussten.
Dass im Jahre 1289 zwischen der Signoria von Venedig und Nikolaus dem IV. Getroffenen Abkommen, wodurch die Republik die Einführung der Inquisition gestattete, setzte fest, dass alle Einnahmen des heiligen Offiziums zum Besten des Staates verwandt werden sollten. Und dieses Abkommen scheint auch beachtet worden zu sein. In Piemont wurden die Konfiskationen zwischen dem Staat und der Inquisition geteilt, bis in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Amadeus IX. Den ganzen Ertrag beanspruchte und dem heiligen Offizium nur den Ersatz der Gerichtskosten bewilligte. In den übrigen italienischen Staaten wurde die Kurie, als sie die Mitwirkung der bürgerlichen Gewalt nicht mehr mit einem Drittel des Ertrags zu erkaufen brauchte, mit ihrem Anteil unzufrieden. Es ist nicht genau festzustellen, wann und wie der Wechsel eintrat. Sicher ist indessen, dass es schon im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts der Kirche gelang, den ganzen Ertrag der Konfiskation an sich zu reißen. Derselbe wurde alsdann zu gleichen Teilen zwischen der Inquisition und der päpstlichen Kammer geteilt. Für die Habgier, womit diese Einnahmequelle ausgebeutet wurde, ist ein Vorfall in Pisa 1304 kennzeichnend. Der Inquisitor Angelo da Reggio hatte das Andenken eines verstorbenen Bürgers, Lothario Bonamtici, verflucht und sein Eigentum konfisziert. Ein Teil desselben gab er fort, den anderen verkaufte er, und zwar zu einem Preis, den die päpstliche Kurie für zu niedrig hielt. Darauf befahl Benedikt XI. Dem Bischof von Ostia, den Inquisitor zwar nicht zu bestrafen, aber unter Anwendung der kirchlichen Zensuren Nachforschungen nach den Inhabern der verkauften Güter anzustellen und sie ihnen abzunehmen. Schließlich, im Jahre 1438, wies Antichrist Eugen IV. Den Bischöfen großmütig den Anteil der päpstlichen Kammer zu, um ihren Eifer zur Verfolgung der Ketzerei anzuspornen. Da, wo der Bischof zugleich weltlicher Herr seines Bistums war, sollten die Konfiskationen zu gleichen Teilen zwischen ihm und der Inquisition geteilt werden. Trotzdem behauptet Bernhard von Como um das Jahr 1500, dass der ganze Ertrag der Konfiskation dem Inquisitor gehöre und nach seinem Ermessen verwandt werden müsse. Später gibt er aber zu, dass die Frage unklar und unsicher sei, wegen des Widerspruchs zwischen den päpstlichen Entscheidungen und den gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Länder. Hier gehen wir noch mal kurz in eine Fußnote des Historikers Zanchini ein, den wir ja schon erwähnt hatten. Und da steht, schon 1387 wird in den Urteilen des Antonio Secco gegen die Waldenser in den Alpentälern erklärt, dass die Konfiskationen nur zum Besten der Inquisition dienen sollten. Man muss es Antichrist Benedikt XI. Hoch anrechnen, dass er im Jahre 1304 den Inquisitor von Rom, Bruder Simon, ermächtigte, die von seinen Vorgängern mit Unrecht konfiszierten Güter wieder zurückzugeben und die von ihnen auferlegten Strafen zu mildern, wenn er sie für zu schwer halte. Naja, was davon dann auch tatsächlich durchgeführt wurde, das steht wohl wieder auf einem anderen Blatt. Diese Gier nach der Habe der unglücklichen Opfer der Verfolgung ist besonders deshalb abstoßend, weil die Kirche es war, die ihr frönte, und ihr Vorgehen mag bis zu einem gewissen Grade das gleiche Verfahren des Staates entschuldigen, der in den Ländern, wo er stark genug war, nicht weniger gierig das Hab und Gut der Ketzer in Beschlag zu nehmen suchte. Die Androhung von Zwangsmaßregeln, die anfangs notwendig war, um die weltlichen Fürsten zur Vornahme der Konfiskationen anzutreiben, wurde bald überflüssig. Wohl nirgends in der Geschichte hat sich der Eifer, aus dem Unglück der Mitmenschen Gewinn zu ziehen, in so abstoßender Weise gezeigt, als bei jenen Geiern, die den Spuren der Inquisition folgten, um sich an dem von ihr angerichteten Elende zu mästen. In Languedoc versuchte die Inquisition anfangs, sich den Ertrag der Konfiskation anzueignen,
um denselben zum Bau von Gefängnissen und zum Unterhalt der Gefangenen zu verwenden. Aber sie hatte mit diesen Versuchen wenig Erfolg. In den dortigen Lehnsstaaten gehörte der Ertrag der Konfiskation den Lehnsherren. Die schnelle Ausdehnung der königlichen Jurisdiktion in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Frankreich führten dann dazu, dass die Konfiskation praktisch dem Könige zukam, wenn auch während der ersten und einträglicheren Zeit Streitigkeiten über den Raub herrschten. Nach dem Vertrage von Paris im Jahre 1229, dasselbe Jahr, wo wir das erste Konzil über die Inquisition hatten übrigens, scheint Ludwig der Heilige bei der Verleihung von Lehnsgütern in den kürzlich erworbenen Gebieten versucht zu haben, die Frage dadurch zu lösen, dass er sich den Ertrag der verhängten Konfiskationen vorbehielt. Wie klug diese Maßregel war, zeigte sich bei dem Prozesse der Marschälle von Mirepoix, einer der wenigen Familien, die ihre Bedeutung aus den Kämpfen Montforts herleiteten. Diese nahmen nämlich die bewegliche Habe aller in ihren Ländern ergriffenen Ketzer für sich in Anspruch, selbst wenn diese Güter im Gebiete des Königs lagen. Ihr Anspruch wurde aber von dem Parlament zu Paris 1269 zurückgewiesen. Auch die Bischöfe erhoben Anspruch auf die Konfiskation des ganzen liegenden und persönlichen Eigentums der Ketzer, die ihrer Jurisdiktion unterstellt waren. Und auf dem Konzil von Lille in der Grafschaft Venaissin im Jahre 1251 bedrohten sie jeden mit der Exkommunikation, der ihnen dieses Recht streitig machen würde. Wie unbegründet indessen diese Ansprüche waren, ergibt sich aus einem Übereinkommen, welches unter den Auspizien des Legaten Romano 1229 zwischen dem Bischof von Béziers und dem König zustande kam. In diesem wird nämlich das Recht des Königs auf die Konfiskation als unbestritten anerkannt. Und der Bischof macht lediglich die eine Bedingung. Ja? Der Bischof macht lediglich die eine Bedingung, dass die konfiszierten Güter, falls sie seine Lehen seien und der König sie von neuem verleihe, der Lehnsoberheit des Bischofs wiederum unterstehen sollte. Wenn sie dagegen der König behalte, so sollte der Bischof für den Verlust seiner Lehensherrnrechte eine Entschädigung erhalten. Diese Bestimmung weist auf eine Kollision der Interessen hin. Denn indem die Krone die Lehnsgüter annektierte, mussten die Bischöfe erkennen, dass sie durch die Verfolgung nicht gewannen, sondern verloren. Man machte verschiedene Versuche, um diese sich widersprechenden Ansprüche auszugleichen. In einem Vertrage von 1234 verpflichtete sich der König innerhalb eines Jahres und Tages, alle konfiszierten Güter wieder herauszugeben. Das Konzil von Béziers nahm im Jahre 1246 eine Bestimmung über diese Frage an, konnte derselben aber keine Geltung verschaffen. Schließlich willigte Ludwig IX. Um das Jahr 1255 in einem Kompromiss, wonach alle eingezogenen Liegenschaften, die den Bischöfen unterstellt seien, in zwei gleiche Teile geteilt werden sollten. Hierbei sollten die Prälaten das Recht haben, innerhalb zweier Monate den königlichen Anteil zu einem schiedsrichterlich festgesetzten Preise abzukaufen. Würde dieses Recht nicht ausgeübt, dann sollte der König verpflichtet sein, binnen Jahr und Tag die Gebiete aus seinen Händen in die eines anderen übergehen zu lassen, der von demselben Stande wie der frühere Inhaber sein und die gleichen Abgaben wie dieser leisten sollte. Das bewegliche Vermögen eines Ketzers sollte dagegen ohne Vorbehalt der Krone gehören. Aufgrund dieses Abkommens wuchsen die weltlichen Besitzungen der Bischöfe schnell an. Wir haben gesehen, wie die Bischöfe von Toulouse vor dem Kreuzzuge in einem Zustand apostolischer Armut lebten. Während des folgenden Jahrhunderts verarmte zwar das Land und litten besonders die Städte, dagegen nahmen die Einkünfte des Bischofs so außerordentlich zu, sie beliefen sich auf 40.000 Pfund Turnosen jährlich, dass Antichrist Johann der 22. mit
Berufung hierauf im Jahre 1317 aus dem Bistum Toulouse 6 neue Bistümer machte. Dabei hatte aber die Diözese schon vorher die Hälfte ihres Gebietes dadurch eingebüßt, dass Antichrist Bonifaz VIII. Die Diözese Pamiers davon abzweigte. Wir wollen jetzt den Rest ab Seite 577 in der 50. Lesung uns zu Gemüte führen. Ich fand dies eine sehr interessante Lesung, weil ich merke, dass ich mit meinen Kommentaren ja im Grunde fast schon dem Autoren vorgegriffen habe. Und wie gesagt, ich habe das Buch vorher nicht gelesen. Ich lese die ganzen Sätze jetzt auch zum ersten Mal. Aber ich kenne inzwischen nach all den Jahren, dass ich das studiere, die römisch-katholische Kirche gut genug, um zu wissen, dass wir es da mit wirklichen Leichenfledderern und Geiern zu tun haben. Und anders kann und will ich es in diesem Augenblick auch nicht ausdrücken. Da wird mir dann dieses Video vielleicht mal irgendwann als Hasssprache vorgelegt. Aber die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit. Und um die Wahrheit zu kennen, müssen wir die Bibel lesen. Und solche Bücher, die uns anhand von wahrer Geschichte auch zeigen, wie sie die Prophetien der Bibel erfüllt haben, erfüllen und erfüllen werden. Und deswegen bleibt mir nur, euch zu danken fürs Zuhören und Zuschauen und euch beim nächsten Mal hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen in der 50. Lesung des Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, Band 1, wenn wir uns weiter über die Konfiskationen unterhalten, über den Anteil, den die Bischöfe bekommen, über die Einziehung der Außenstände, über Reibungen zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, da sind wir heute schon ein wenig drauf eingegangen, und die Härte der Ausführung der Konfiskation, da werden wir noch viele interessante Dinge sehen. Und bis zu diesem nächsten Mal, bitte lest eure Bibel. Shalom. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern. Die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet.
in seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gegeben. Darum gab er den Heiligen Geist, der dir ein Feldgen Tröster heißt. Ins Herz will er sonst schreiben, dass wir in Christus bleiben, all Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr, und ewig wird sein Name, sein Sohn.